Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil meines Contao Mini-Workshops zum Thema Anmeldelisten für Teams. Und genau, wie versprochen, wird es jetzt hier mit der Teamliste weitergehen, mit der ganzen Logik und dem Anmeldeformular selber. Und da werde ich, glaube ich, jetzt zuallererst mal das Anmeldeformular bauen, weil da passiert nicht wenig. Und zwar brauchen wir, ähnlich wie im Tutorial schon zuvor, mit der Newsletter-Anmeldung, brauchen wir hier auch ein Formular, welches sich selber aufruft. Post-Methode und einer ID, Teamlist-Form, und diese ID brauche ich später für JavaScript. Ich werde hier auch ein bisschen jQuery benutzen. Dann brauche ich zwei Hidden Fields. Einmal für die Form-Submit. Submit. Tata. Und einmal ein Hidden Field für den Token. Damit Contao auch hier das Formular vernünftig aufruft im Post-Modus. Dann werden wir wieder ein Error Array bekommen. Auch das hatten wir im letzten Video schon. Also in der letzten Videoreihe. Und zwar bekommen wir hier dann ein Div mit der Class Warning, darin befindet sich eine Liste und darin, na komm, for each loopen wir über alle Fehlermeldungen, die denn da kommen. Dass mich mein Vertipper hier vor this form errors as error, doch ist doch richtig, dass mich hier mein Vertipper bewahrt vor irgendwelchen Einzügen, aber gut, dann haben wir jetzt den Lee und da müssen wir dann sagen echo Error. Dann haben wir nämlich jetzt hier alle Fehler ausgegeben. Na, nee. So habe ich es geschrieben. Wieder so ein bisschen an Bootstrap angelehnt. Darin haben wir dann ein Label for E-Mail. Input vom Type E-Mail, Name ist E-Mail, als Value haben wir dann ein vorausgefülltes Feld, falls wir das Ding schon mal abgeschickt haben, Form Data E-Mail
ID, damit das Label auch zugewiesen ist. Und ein Required. Dann brauche ich das Ganze einmal für den Vor- und den Nachnamen. Den First Name. Input Text. Und einmal für den Nachnamen. So, genau, alle drei Felder sind dann required. Dann brauche ich eine Liste, wo ich die Teams auswählen kann. Da brauche ich dann nochmal ein Inputfeld. Da haben wir dann hier Level 4 New. Team. Das ist dann Input Type Text, Name, Team, Value, Form Data Team. Und jetzt habe ich hier natürlich Quatsch überall kopiert, sehe ich gerade. Ja, Copy und Paste. Ich habe mich schon gewundert, warum die Farbe so komisch ist. Team. So. Das ist natürlich nicht required. Weil man muss kein Team auswählen können in unserem Fall. Und ich muss jetzt hier gerade immer mal wieder zwischen meinem Code und dem vorgefertigten Code hin und her gucken. So, dann kommt eine Abfrage, wenn die Größe der bereits vorhandenen Teams größer 0 ist. Dann kommt hier nämlich noch eine Liste hinzu. Und zwar eine Dropdown-Liste. Ach Quatsch. Das ist hier das Team und hier ist das Label New Team. Team und darin bekomme ich dann eine Select-Auswahl mit dem Namen Team-ID und der ID Team, damit das Label auch stimmt. Dann brauche ich hier eine Standardoption, die leer ist. Auswählen, natürlich, Team auswählen. Und dann kann ich hier über alle Teams drüber iterieren. Tatsächlich eine Liste von allen Teams, die wir auswählen können. So, danach brauchen wir einen weiteren Block für weitere Personen, die wir diesem Team noch zuordnen können. Es ist quasi aus so einem Registrierungsformular geboren, dieses Ding. Man soll halt eine E-Mail-Adresse angeben können, aber mehrere Leute. Und dafür brauche ich jetzt einen Div-Container,
Class Persons Container. Dann eine Überschrift weitere Personen. Das wird dann eine nummerierte Liste. Punkt mit einer Person. Darin gibt es dann einen Button, mit der wir die dann auch wieder löschen können. Entfernen. Dann brauchen wir wieder eine Form Group. Die kopiere ich mir jetzt hier einfach. First Name, das ist dann hier der Vorname. Da gibt es dann natürlich keine Value, aber additional First Name, das wird dann hier ein Array. Und hier haben wir halt keine vordefinierte Value, wenn irgendwas schief läuft. Und dieses Array heißt halt einfach, je mehr wir, also wir werden mehrere von diesen Feldern haben und dann bekommen wir halt ein Array von First Names und Last Names zurück. Additional Last Name. Und das schreibe ich in so. Liste und innerhalb des Divs haben wir dann noch einen weiteren Button. Kein Submit-Button, sondern ein Button-Button. Mit dem wir dann eine neue Person hinzufügen können. Und außerhalb dieses Divs haben wir dann den Submit-Button. So, das HTML steht dann damit. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, und das mache ich jetzt inline, ist, wir brauchen ein JavaScript. Und das schreibe ich jetzt hier einfach mal in eine Closure rein. Wir hier den Window Namespace nicht zumüllen. So, das heißt, wir brauchen eine Referenz auf das Form. Das ist wie folgt: Teamlist Form. Das ist hier oben die ID von dem Formular. Ich mache das jetzt hier alles mal klein. Dann haben wir die Referenz. Dann brauche ich das Person Template, also irgendeine Art von HTML, was ich dann kopieren kann. Und da suche ich mir dann das Element mit der Klasse Person. Das ist in dem Form-Ding hier das Lee-Element, also eine einzelne Person. Und das ist das einzige, was zu dem Zeitpunkt existiert. Dann brauche ich den Container. Container, Mehrzahl natürlich gleich. Ich möchte jetzt hier auch gerne Variablen reusen, deswegen kann ich jetzt das Person Template nehmen, da hängt ja schon was und kann sagen, gib mir das Parent Element zurück. Und den Add Button hole ich mir über Form Find Add New Person, dann ist das hier dieser Button. Dann muss ich den Klick überwachen. On Klick
und kann dann hier eine Callback-Funktion aufrufen. War Person gleich Person Template Clone. Da mache ich mir nämlich eine richtig schöne Kopie davon. Person Punkt. Nein. Das Ding wird dann angehangen am Persons Container. Dann suche ich mir den Input. Input mit Type Text. Moment, so. Und mach die Value einfach leer. Das heißt, wir kopieren ja unter Umständen ein Feld, wo schon Zeug drin steht. Aber so hole ich mir dann halt alle Text-Input-Felder, das sind ja nur die beiden, und mache die Value leer. Und hänge dann das wieder da ein. So, und dann brauchen wir noch die Löschen-Aktion. Da wir ja mehrere Buttons haben können, muss ich halt eine Ebene weiter oben ansetzen. Und zwar registriere ich jetzt einen Clickhändler im Persons-Container auf alle Buttons. Und wir haben jetzt innerhalb dieses Person-Containers, beziehungsweise Persons-Container ist ja hier das Person-Template, Person, also sind wir dann in diesem OL, und in diesem OL gibt es halt immer nur ein einziges Button-Ding, und zwar für jede Person, einmalig. Und daher ist das eindeutig genug als Klickhändler. Das heißt, er hört jetzt wirklich auf jeden Klick innerhalb auf Buttons innerhalb dieses Person-Containers. Innerhalb dieses Person-Containers. Dann hole ich mir hier den Button. Dann gehe ich zum Parent mit der Klasse Person. Also ich gehe so weit drauf, bis ich eine Klasse Person finde. Und entferne die einfach aus dem DOM. So, jetzt dürften wir... kein Formular haben. Das ist seltsam. Was ist hier passiert? Bekomme ich hier etwa einen JavaScript-Error? Nein, bekomme ich nicht. Was ist dann der Grund, warum es nicht angezeigt wird? Ich weiß warum. Wir haben die Template-Namen nicht angepasst. Haha. Template-Teamlist subscribe und Teamlist Teams. Haha. Immer etwas dazu zu lernen. Fatal Error, das sieht doch besser aus, wenn wir Fehler bekommen, ist immer besser als nichts zu bekommen. Team List Subscribe HTML5 Line 38, da habe ich garantiert irgendwas im JavaScript vergessen. Oder auch nicht. If size of this teams größer 0, tatsächlich, da war eine Klammer zu viel. Das haben sie sehr gut erkannt. Und dann haben wir jetzt eine wunderschöne, Formularliste, also die drei Felder kennt man vielleicht noch vom Newsletter. Ne, die sind jetzt nicht unbedingt anders. Aber ich kann jetzt hier ein neues Team angeben. Die Select-Liste ist noch nicht da. Denn wir haben ja noch nichts zum Selecten. Dann kann ich hier das Template hoffentlich entfernen. Nein, nicht. Kann ich eine weitere hinzufügen? Kann ich. Das Entfernen funktioniert nicht. Warum funktioniert das Entfernen nicht? Button Type Button. Ach, natürlich nicht Buttons, sondern Button. Einzahl. Und dann funktioniert das auch. Ich fange hier schon an mir zu zweifeln. So. Person 1. 2. Wenn ich jetzt auch Person 1 entferne, beziehungsweise ich mache jetzt nochmal eine. Person 3. Wenn ich jetzt Person 2 entferne, dann sind noch 1 und 3 übrig. Also die Liste verhält sich auch halbwegs normal. Wenn wir es jetzt natürlich abschicken, passiert nichts. Wir landen auf dieser Seite. Aber das Template ist jetzt schon mal soweit fertig. Aber ich sehe gerade, die Zeit rennt mir wieder davon. Das Tippen ist dann doch sehr, sehr aufwendig. Und genau, im nächsten Video geht es dann weiter mit der Logik innerhalb der Subscribe-Klasse.
wo ich dann ja das, die Formvalidierung wieder machen werde, die Teams hinzufügen werde und so weiter und so weiter. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dahin. Ciao.